Hallo liebe Schüler, heute geht es um die Oder-Verknüpfung. Man sieht gleich hier an dieser Grafik, was das jetzt bedeutet. Bei einer Und-Verknüpfung haben wir gesucht, welche Zahlen aus beiden Mengen genau in beiden Mengen gleich oft vorkommen oder gleich vorkommen, sodass wir eine Schnittmenge gebildet haben. Bei dieser Und-Oder-Verknüpfung ist es jetzt völlig wurscht, welche Zahlen in der einen oder anderen drin sind. Sie werden einfach alle zusammengeworfen. Alles, was entweder in der einen oder in der anderen Menge drin ist, das gehört jetzt zur Lösungsmenge. Im Endeffekt haben wir hier wieder zwei Ungleichungen. Die müsst ihr jetzt zunächst lösen und erst dann werde ich euch zeigen, wie man das Ganze in eine Oder-Verknüpfung als Lösungsmenge bringt. Das heißt, die erste Ungleichung lösen, dann die zweite Ungleichung lösen und ein Oder-Zeichen dazwischen. Dazu bitte jetzt auf Pause drücken. Pause drücken, wirklich! Und weiter geht's in 3, 2, 1. Jetzt werde ich euch zeigen, wie es funktioniert. Einmal bringt man hier das 5 rüber, dann steht dran minus 2x größer 12. Und wenn ich hier das minus 8x rüberbringe, bleibt 6x auf der rechten Seite stehen. Hier teile ich durch minus 2 und aufpassen, wenn man bei einer Ungleichung durch eine negative Zahl dividiert, dann muss ich nicht nur hier das Vorzeichen auf der anderen Seite ändern, sondern auch das Ungleichheitszeichen. Also hier wird dann x kleiner minus 6 dran stehen. Und auf der anderen Seite steht eigentlich 0,5 kleiner x dran, aber ich lese das einfach von rechts nach links, damit es so dran steht, wie ich mir das vorstellen kann. X ist von rechts nach links gelesen, x größer als 0,5 und so schreibe ich das auch hin. Und jetzt kann ich das Ganze in Lösungsmengen angeben. Ich schreibe genau das gleiche rein, was hier dran steht. X, alle Mengen, alle x mit der Eigenschaft x kleiner minus 6 und alle x mit der Eigenschaft x größer 0,5. Das heißt, wenn ich das auf einer Zahlengeraden darstelle, sind es doch alle Zahlen von minus 6 bis dahin und hier haben wir alle Zahlen von 0,5 bis ins positiv Unendliche. Die minus 6 gehört nicht dazu und die 0,5 gehört dort nicht dazu. Also beides mit so einer offenen Klammer. Jetzt, wenn es eine Unverknüpfung wäre, also eine Schnittmenge, hätten wir nichts, weil es gibt quasi nichts, was in beiden vorkommt. Aber bei einer Oder-Verknüpfung darf man einfach nur zusammenwerfen. Und das geht wie folgt. Entweder schreibe ich so, alle x mit der Eigenschaft x kleiner minus 6, also die erste Lösungsmenge, oder Zeichen dazwischen, x größer 0,5. Damit wirft man es einfach zusammen. Alternativ kann ich es auch wieder mit dem Intervall machen. Es sind alle Zahlen aus Q und dieses Zeichen heißt ohne. Ohne das Intervall von minus 6 bis 0,5. Da muss ich immer umdenken. Ja, die minus 6 gehört hier nicht dazu, also gehört sie in das Intervall, das ich rausnehme aus der Menge Q. Denn das da hinten heißt nichts anderes. Die Zahlen gehören nicht zur Lösungsmenge. Ich nehme also an, alle Zahlen gehören dazu und nehme dann am Schluss einfach den Teil raus, der nicht in dieser Oder-Verknüpfung ist. Das sind gerade alle Zahlen von minus 6 bis 0,5. Was habt ihr jetzt also heute gelernt? Eine Oder-Verknüpfung ist im Unterschied zur Und-Verknüpfung einfach ein Zusammenwerfen. Ich kriege zwei Lösungsmengen raus und alle Zahlen, die in dieser Lösungsmenge vorkommen, die schmeiße ich in eine gemeinsame Lösungsmenge. Allerdings ist es zum Schreiben ein bisschen schwierig. Deswegen hier wieder der Tipp, Skizze machen, veranschaulichen, wo liegt die eine, wo liegt die andere Lösungsmenge und dann kann man es sich auch leichter vorstellen und dann kann man es auch leichter hinschreiben. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.